Also, nee, also bei mir war es so, dass halt mein Papa quasi auch Schlagzeuger war und das Zeug einfach bei uns rumstand. Und ich bin da auch ganz alleine rangegangen. Also es war jetzt nicht so, dass ich noch irgendwie dran gebracht, also rangebracht worden bin, sondern halt einfach, ich bin dahin, habe gespielt und dann hieß es so, ey, das muss man mal irgendwie fördern so. Und dann bin ich irgendwann in eine Musikschule gegangen und bin da halt immer dran geblieben, immer weitergemacht. Das hat sich einfach so ergeben, das war schon immer mein Ding. Und also ich meine, ich hab ja auch gearbeitet und ganz normale Ausbildung und sowas alles gemacht. Und bin dann trotzdem wieder zum Musikmachen zurück. Das ist einfach das, was ich wirklich will. So. Ja, aber es ist schon Fakt eben, dass ganz wenig Schlagzeugerinnen, vor allem in Europa, auf Ja. dem Markt sind. Und ich finde es eben wichtig, dass man das auch präsentiert, dass es eben Es nicht nur sind ein reines Männerding ist. Halt leider wenige, die es wirklich so auch so in den Profibereich reinschauen. Es gibt ja schon viele, aber also die wenigsten kämpfen sich da bis ganz nach vorne durch so. Und das finde ich auch schade, also Wie ich ist finde deine es. Erfahrung? Gibt es da Unterschiede als Mann-Frau, wenn du sagst, da in diesem Profibereich, in dem du jetzt gerade bist? Also, du meinst jetzt im Vergleich zu Männern? Ja, ist es. Man sagt immer, Frauen haben es leichter oder Frauen haben es schwieriger. Naja, es ist so, es ist beides. Also ich merke natürlich schon auch, als Frau hast du schneller die Aufmerksamkeit jetzt als ein Drummer. So, weil einfach da eine Frau sitzt. So. Aber dann ist auch gleichzeitig halt damit verbunden, dass man dann schon mal genauer auf die Finger geguckt bekommt und so. Jetzt gucken wir halt mal, ne, ob die das auch wirklich so, wirklich kann. So. Ja. Und das ist beim Mann halt jetzt eigentlich wahrscheinlich, ich denke jetzt mal weniger. Guckt man halt und denkt, ja, cooler Drummer. Und so. Bei einer Frau ist es nochmal, glaube ich, was anderes. Deine Ausbildung, wie war das? Ja, also ich hatte eigentlich die ganze Zeit immer so Privatunterricht und so und bin dann irgendwann halt an die Popakademie in Mannheim und habe da 3 Jahre studiert. Hatte da auch coole Lehrer und so, das war ganz cool. Und ja, bin da jetzt raus. Gibt es ein Erlebnis, ein Konzert oder eine CD, die dich da noch mehr gepusht hat, schlagzeugtechnisch? Ja gut, also früher habe ich halt immer ganz, ganz viel Toto gehört. Das hat mir extrem viel so gebracht und das mache ich auch heute noch. Ich höre heute noch Toto, habe das auf dem Ohr und versuche das halt so genau wie möglich mitzuspielen, was ich halt eigentlich nie mache. Ich spiele eigentlich immer mein Ding, wenn ich auch irgendwie so zu Songs spiele, dann ich höre mir das nie genau raus. Aber bei Jeff Porcaro mache ich das sehr Okay. gern irgendwie. Wenn du sagst, dein Ding, was ist dein Ding? Kann man schon sagen, du hast was Spezielles? Naja, also ich spiele halt so, wie ich es fühle. Und wenn ich mir jetzt irgendwie eine Nummer raushören soll, die genauso gespielt werden muss, dann finde ich das immer ein bisschen unangenehm zu spielen, weil jeder irgendwie halt ein anderes Feeling hat, jeder Drummer. Und ich fühle halt, wie ich fühle und dann will ich das auch so spielen. Und deshalb mache ich das auch meistens so, wenn ich irgendwie Kopfhörer auf habe und da läuft irgendwie Musik und dann spiele ich eigentlich so, wie ich das fühle. Ob das jetzt was jetzt genau mein Ding ist, da bin ich eigentlich gerade dabei, das so zu entdecken. So, ich kriege jetzt auch so ein bisschen Feedback halt und dadurch wird mir eigentlich selbst klar, okay, das zeichnet mich jetzt gerade so ein bisschen aus und das sind meine Stärken und das ist gerade erst alles so am Anlaufen eigentlich. Wie siehst du das Schlagzeuger sein? So. Ja, mega. Ja. Ja, für mich gibt es nichts Besseres. Also, das ist genau das, was ich machen will und nichts anderes. So, und also ich fühle mich super wohl, auch wenn das eigentlich so ein Job ist, wo man immer so ein bisschen so auf der unsicheren Seite ist, was jetzt das Finanzielle angeht und so das täglich Brot verdienen und sowas. Aber das nehme ich echt gerne in Kauf für alles. Schlagzeugbereich ist ja riesig. Wo möchtest du die in Zukunft sehen? Was ist das, wo du da denkst, da möchte ich hin oder von dem kann ich leben? Also ich finde so eine gesunde Mischung aus Studio-Jobs, was ich auch schon so mache, und so ein bisschen so unterrichten, am liebsten so in Form wie jetzt hier, so in Clinics, das macht mir Spaß. So, also ich muss da halt jetzt ein bisschen reinwachsen, aber das ist eine echt coole Sache. Und halt natürlich live spielen. Also ich bin
eine absolute Bandspielerin, macht es sehr gerne und das, da komme ich auch her und das will ich auch auf jeden Fall weitermachen. Und da wäre es natürlich cool, auch irgendwie mal so irgendwie einen coolen Job zu bekommen. Ich habe die auch durchs Internet irgendwie entdeckt. Hast du diese Plattform extrem genützt für dich? Hat sie dir geholfen? Du hast jetzt vor kurzem ein neues Video präsentiert. Möchtest du es in Zukunft weiter so machen? Oder? Also ich habe das natürlich jetzt so für mich entdeckt. Das war aber mehr so eine Zufallsgeschichte. Also das erste Video, was irgendwie so die Runde gemacht hat, das war eigentlich mehr so, das ist passiert. Das war gar nicht geplant. Ich habe das online gestellt, um so für Jobs halt irgendwie mal was so online stehen zu haben. So. Und dann ist das irgendwie so abgegangen und klar, da überlegt man dann schon, dass, was das alles bewegt hat, da halt noch ein bisschen was hinterher zu schicken. Wenn es den Leuten gefällt, dann freut mich das und dann, klar, dann bringe ich da noch ein paar Videos raus. Mhm. Und was planst du jetzt in Zukunft? Auch mit Bands oder Solo-CD eventuell oder was ist? Ja, also ich werde auf jeden Fall jetzt irgendwie weiter Songs schreiben und eine CD werde ich mit Sicherheit auch machen. Das ist jetzt halt so eine Zeitfrage. Also es wird aber auf jeden Fall was kommen und natürlich bin ich weiterhin bei den Bands dabei, bei denen ich schon die ganze Zeit spiele so und aber dieses ganze Schlagzeugthema an sich, also so für Schlagzeuge zu spielen, das ist jetzt gerade so ein bisschen bei mir auch im Kommen, da habe ich jetzt so ein paar Termine und das finde ich total spannend und das will ich jetzt auch erstmal so natürlich erstmal so ausleben, soweit mir das möglich ist. Nur so kleine Songs, gibt es da ein Konzept, wie du das gestaltest? Du schreibst ja auch deine Songs. Ja. Achtest du darauf, einfach mehr auf die Melodie oder ist das schon der Drumpart am Anfang das Wichtigste? Also bei den Songs, die ich jetzt so hatte, war das eigentlich so, dass immer zuerst das Instrumentale stand. Und ich habe dann zwar schon so eine grobe Idee von einem Groove, aber da steht eigentlich vom Schlagzeug her noch kein großes Arrangement. Das programmiere ich einfach mal so grob, um dann meine Harmonien da zu basteln und da ist mir so Melodiezeug schon sehr wichtig, also ich brauche immer griffige Melodien und Harmonien und so. Also ich komme halt aus dem Pop und ich schreibe auch so poppige Sachen und ich bastel dann eigentlich erst im Nachhinein mein Schlagzeug da drauf. Und ja, und ich habe dann noch einiges irgendwie rumliegen, was wahrscheinlich so ein bisschen auch interessant sein könnte, jetzt da ein Schlagzeug drauf zu basteln. Deshalb, da kommt schon noch was. Ist es auch so die Zukunft für dich so eher weg von diesem Mega-Drum-Solo einfach in die musikalische Schlagzeugrichtung zu gehen? Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, ich bin komplett irgendwie auf dieses Musikmachen fixiert. Also mich interessieren Schlagzeug-Solos selbst eigentlich nicht so. Mhm. Weil ich bin halt wirklich so fixiert auf Harmonien, Melodien, wie kann ich da mein Schlagzeug einbringen. Und das gibt mir auch viel mehr Gefühl beim Spielen, als wenn ich jetzt alleine da irgendwie rumspiele. Also, Und wenn du eben diese Melodien gerade angesprochen hast, dann ist auch der Sound am Schlagzeug sehr wichtig, finde ich. Hast du dich da schon lange mit dem beschäftigt? Oder? Du hast ja jetzt einen Deal mit Meindl, ist natürlich auch wichtig, die Backing und so weiter. Ja. Geht das jetzt gerade jetzt irgendwie los oder warst du immer schon auch vor einem Deal mit Backing-Thema beschäftigt, die Sache finanzielle Frage? Ja, ich war schon vor Meindl oder jetzt auch vor der Pop-Akademie sogar schon endorsed und habe da also eigentlich so ein Rundum-Paket gehabt, wo ich eigentlich ganz gut abgedeckt war. So. Aber meine Soundvorstellung hat sich halt jetzt in den letzten 4 Jahren auch über das Studium jetzt halt einfach verfeinert und ist viel detaillierter geworden und ich weiß jetzt viel, viel genauer, was ich will und was ich nicht will. So. Und, das hilft mir natürlich jetzt extrem, um wirklich so gezielt zu sagen, okay, ich brauche jetzt einfach das oder ich brauche jetzt das und ich will so und so arbeiten. Und das hat sich jetzt halt so entwickelt in den letzten, vor allem in den letzten 2 Jahren eigentlich. Mhm. Und ja, und dann hat sich das mit meiner so ergeben, weil mein Sound halt, meine Soundvorstellung von Becken eigentlich genau in diese Gesangsrichtung gegangen ist. So. Und ja, okay. Das ist halt genial. Wie eine Frage, was vielleicht viele interessiert mit diesem YouTube, ist es angenehm, so viele Klicks zu haben? Oder wie fühlt sich das an? Hat man eine gewisse Verantwortung dann? Naja, unangenehm fühlt sich es nicht an. Also es natürlich freut mich das total, wenn irgendwie das Zeug, was ich so mache,
den Leuten gefällt und wenn die Klicks halt auch positiv sind natürlich. Mhm. Irgendwie, das ist schon eine gute Sache so und das pusht mich natürlich auch, um da weiterzumachen. Mhm. Also solange die Leute dass die Videos angucken und irgendwie, ich kriege ja auch viele, viele Nachrichten irgendwie und so persönliche Nachrichten, wo dann auch einfach die Leute mal schreiben, was genau denen halt gefällt und so. Das finde ich total wichtig auch für mich, um da, also für mich auch rauszuziehen, ja, was ist jetzt mein Ding und wie hören die mich eigentlich als Außenstehende, weil man nimmt sich selbst ja auch nochmal ganz anders wahr und das ist total interessant. Also von daher ist ein besseres Feedback so als YouTube, habe ich jetzt eigentlich noch gar nicht gefunden so. Mhm. Das ist ein sehr ehrliches Portal. Okay. Das ist schon ganz ja. gut. Aber ist ja dann natürlich, wenn du dann rausfährst auf die Kliniks und in die Welt sozusagen, auch schon ein gewisser Druck dann auch, oder? Das, was sich dann jeder immer erwartet und wir wissen, wie schwierig es ist. Du sitzt hier rein um 10 in der Früh und musst dann gleich loslegen. Jeder erwartet sich, dass du so fit spielst wie dann auf diesem Video und das ist natürlich... Natürlich, also klar, jeder hat diese Videos im Kopf und dieses Niveau an dem Tag, das ich da gerade irgendwie hatte und die Tagesform halt. Und dem muss ich irgendwie schon dann gerecht werden. Aber das ist auch so, wenn ich jetzt mit einer Band irgendwie spiele. Dann erwartet die Band von mir auch, dass ich so gut spiele, wie es geht. Und ich meine, klar, man ist halt nur so ein Mensch und da geht immer mal was schief. Mhm. Und wenn man jetzt im Studio was einspielt, da hat man halt so viele Takes, wie man halt braucht. Aber live muss man es halt dann einfach in dem Moment, wo man da steht, so gut wie möglich machen. Mhm. Und das probiere ich und mehr kann ich eigentlich auch nicht tun. Ja. Ja. Da geht sicher auch mal was schief, weil ich auch so aus dem Bauch raus viel spiele und das will ich aber auch mir beibehalten. Ich will das jetzt nicht alles irgendwie so irgendwie konstruieren. So. Ja. Das muss schon fließen irgendwie aus mir mhm. raus. Hat irgendwie ja aufgrund dieses YouTube-Erfolges auch schon von Bands Anfragen gegeben, wo du sagen kannst, in Zukunft gibt es eine Tournee, weil... Es gab einige Anfragen, ja, aber das war stilistisch jetzt eher so, also nicht ganz so mein Ding. Mhm. Daher habe ich da eigentlich jetzt gar nicht zugesagt, sondern ich will dann schon irgendwie, ich muss mich da wohlfühlen in so einer Sache. Wenn ich mir also vorstellen kann, ey, das ist jetzt eine Band, klar, mit der kann ich jetzt irgendwie das ein halbes Jahr irgendwie auf Tour gehen, dann mache ich das gern. Aber es muss schon irgendwie auch so passen für mich. Hm. Ja. Okay, wie haltest du dich fit? Ganz körperlich. Sicher. Naja, also ich mache jetzt nicht wirklich Sport, das ist noch so ein Ding, das müsste ich mal noch so angehen auf jeden Fall. Aber ich... Also ich übe halt viel und merke halt auch, dass das natürlich also körperlich irgendwie schon ziemlich belastend ist so und auf der einen Seite belastend, aber auf der anderen Seite hält es mich auch tatsächlich fit. Also ich muss halt mal so einen Ausgleich noch irgendwie finden. Aber ich merke schon, wenn ich jetzt mal weniger Zeit habe zum Üben, dann bin ich auch echt so ein bisschen schlapp und das fehlt mir voll. Weil man powert ja dann schon irgendwie recht viel und aber so ein bisschen Sportworkout, das ist schon nicht schlecht, ja. Ja, danke für das Interview und weiterhin viel Erfolg. Ja, danke dir.